So, willkommen zu Tag 3. Und so sieht's auch aus. Turin ist gestern wieder eingeschlafen. Da war meine Mutter ja noch da, hat noch erzählt. Der lag dann da pritschebreit, ohne was. Ich habe dann seinen Schlafsack, der im Prinzip so neben ihm zusammengekauert war, genommen. Und habe den wenigstens so ein bisschen über ihn drüber gelegt. Flatti war wieder relativ früh wach. Aber gut, Flatti ist immer der Erste, der ins Bett geht. Also ist Flatti auch der Erste, der wieder aufsteht. Ich glaube, kurz vor 6 oder so war Flatti wach und ist da oben rumgerannt. Weil der ist immer noch da oben. Beziehungsweise ist er schon 20 Mal auch hier runtergekommen und ist hier rumgelaufen. Ab und zu habe ich gehört, wie es immer ging. Moin, moin. Und wie er immer bestimmt schon 2 oder 3 Videos aufgenommen hat oder irgendwas gemacht hat. Und ja, mir tut alles weh. Immer noch. Es wird immer schlimmer. Meine Arme brennen, meine Füße brennen, meine Beine brennen, der Rücken brennt, alles brennt. Alles brennt und ist unangenehm, als wenn ich 1000 Ameisen gleichzeitig beißen. Ich denke mal, es ist einfach immer nur Muskelkater, was man am Vortag nicht so mitbekommt. Gerade wenn man ein paar Bierchen trinkt und unterwegs ist und gut drauf, sagen wir mal, dann ja. Aber am nächsten Tag wachst du auf und merkst erstmal, wie erschöpft der Körper ist. Und die Nächte dazu, ich weiß nicht, unter der Brücke, ich bin vielleicht 4, 5 Mal aufgewacht. Hier bin ich jetzt gefühlt 10 Mal aufgewacht die Nacht, die ganze Zeit. Es wird immer unbequemer, aber Naturin, der liegt immer da wie ein Stein. Der schläft ein, zack, und dann wird er auch nicht mehr wach, nix, keine Ahnung, der schläft einfach durch. Jetzt ist es 9:30 vielleicht, irgendwas. Der liegt immer noch da, der schläft, dem geht's gut. Der ist das ja gewohnt, ne? Der ist sowas mitzumachen. Ich weiß noch gar nicht, was wir heute machen, wie es weitergeht. Ich weiß nur, dass wir heute vielleicht mal diesen Döner da probieren wollen. Im Angebot, beziehungsweise ich kenne den ja. Aber die zwei zum Testen und eigentlich muss ich auch mal. Werde mich jetzt vielleicht gleich erstmal aufraffen und haben wir noch Raffen da? So, ich habe mir jetzt mal die Freiheit rausgenommen, mal kurz heimzulaufen. Das ist ja das Gute. War mal auf Toilette, ne? Der morgendliche Stuhlgang. Habe meine Strümpfe mitgenommen, weil die ja total nass waren von gestern. Habe meine Schuhe mitgenommen, weil die total nass waren von gestern. Und habe gedacht, wenn ich wiederkomme, sind die schon weg. Oder sind zumindest auf. Naturin hat Kaffee gemacht, dann gibt es wieder Tee, aber der liegt immer noch da und schläft. Und Flatti sitzt daneben. Wir haben auch jetzt Besuch bekommen hier. Der ganze Kindergartentruppe ist hier. Hört man vielleicht im Hintergrund. Jetzt klingt es, als wären wir irgendwie im Freibad. Zeigt man nicht. Kann man aber hören. Und guckt euch das mal an. Ich habe jetzt extra andere Schuhe angezogen und rausgesucht, weil die anderen ja so nass waren. Habe ich jetzt hier richtig heftige, schwarze, guck mal, wie lang die Beine sind und die Hose richtig Alman-mäßig bis hochgezogen. Zack, hier auch nochmal schwarze Schuhe. So habe ich jetzt auch wieder Bock zu wandern. Vorhin aufgewacht und habe gedacht, oh mein Gott. Aber jetzt, ich fühle mich irgendwie jetzt lebendig und frisch. Nee, Naturramses ist schon wieder dran. Naturin schläft nämlich immer noch und deswegen, die Kindergartenkinder sind weg. Flatti ist am Urinieren. Wir machen uns mal ein Bierchen auf, gemütlich. Das ist jetzt bestimmt sehr kühl und erfrischend. Ja. Geprost. Lifehack, so wird jeder Natururin wach. So, guck mal, der Natururin ist so ein guter Gastgeber. Der beschlägt sogar gleich alles. Er hat jetzt hier sich natürlich schön ein Käffchen gemacht, wie man sieht, ne? Und da möchte er gleich auch noch Tee machen. Diesmal gibt es nämlich Schwarztee und Brennnessel. Brennnesseltee können wir auch machen. Gestern hat er einen Pfefferminztee für mich gemacht. Heute gibt es Schwarztee. So, ich habe jetzt auch mal die Speicherkarte gewechselt, weil die andere war ja voll komplett. Das war nur eine 64 GB, die hat jetzt 128.
2 Tage, 64, okay. Das heißt, mit der jetzt hier hätte ich wahrscheinlich alle 4 Tage aufnehmen können. Hast du nicht gemacht. Er hat sich gerade in die Hose geschissen. Komplett. Nein. Wenn ihr das gehört habt, schreibt es mir in die Kommentare. Hier wurde gerade noch der Tee gemacht. Habt ihr ja vielleicht gesehen, das ist jetzt der Tee. Schwarztee ist noch ein bisschen... Ist noch ein bisschen schwarz, ein bisschen heiß. Obwohl der immer mit Wasser ein bisschen aufgefüllt wird am Ende, mit kaltem Wasser, dass der eben nach dem Kochen trotzdem gleich trinkbar ist. Und hier seht ihr nochmal unseren tollen Grill von gestern, weil hier lag er einfach, dieser Reifen. Und da haben wir diese Grillschale drauf gepackt. Und wir haben das jetzt aufgeräumt, haben die ganzen Innereien, die da waren, weggeräumt, in den Sack gepackt, die Grillschale wieder mitgenommen, alles natürlich. Der Reifen ist halt ein bisschen angekokelt außen. Da wir abends noch ein bisschen Lagerfeuer gemacht haben, da vorne lag ja dieses ganze Kleinholz rum und das ist alles verbrannt. Der Turin hat ein bisschen Angst um den Baum hier oben drüber, ist aber nichts passiert, wir waren ja da. Also uns hätte es zuerst erwischt. Guck mal, der Turin hat gerade Zähne geputzt. Das sieht man hier, weil er da immer nämlich seinen Auspuff hinspätzt und jetzt ist die Brennnessel einfach befleckt und hat lauterweise Rotzpunkte. Wir verlassen gerade unseren Schlafplatz bzw. die Insel. Flatty hat mir wieder sein Cabby ausgeborgt für die Sonne, was natürlich nichts bringt, wenn man die so hochträgt und die ganze Stirn rausguckt. Laufen jetzt also wieder zurück in die Stadt. Döner und Meer und irgendwie ist mir übelst schlecht. Ich habe so Magendrücken, seitdem ich eben den Schwarztee getrunken habe. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe in die Stadt. Ohne den wieder rauszumachen, ist auf jeden Fall gerade extrem unangenehm, dieses Gefühl. Vielleicht hilft noch ein Bier trinken, das bekämpft sich dann gegenseitig und der Verlierer kommt raus, aber der macht schon wieder die Pusteblumen kaputt. Und Vladi wartet einfach darauf, dass es weitergeht. Ja, und schnell ab hier, mit denen will ich nichts zu tun haben. Wir laufen übrigens jetzt hier genau auf der anderen gegenüberliegenden Seite lang, wo wir gestern lang gelaufen sind. Das heißt, ihr habt hier wieder diese Insel, wo die Leute auch gestern waren und wir da drüben lang gelaufen sind. Wir sind drüben den Weg gegangen bis in den Wald, sind ja dann über den Fluss gequert, laufen jetzt auf diese Seite wieder zurück. Einmal hier, einmal da. Das heißt, wir sind gleich wieder in der prallen Sonne, aber Cabby ist am Start. Hier sind gerade noch Enten vorbeigeschwommen. So, wir sind jetzt einmal ganz außen rum gelaufen. Vielleicht soll ich aufhören, immer so am Anfang zu sagen. Aber da weiß ich wenigstens, dass ich anfange zu reden. Das kriege ich ja sonst nicht mit. Wir sind ja nämlich gestern von da gekommen, hier reingebogen. Und jetzt sind wir einmal ganz außen rum. Und da kommt auch unser Naturbursche. Alle war Hashtag Naturbursche. Ja, der hat schon wieder heftige Musik an, deswegen werden wir jetzt gleich weiterziehen. Es ist nämlich immer noch ein Stück. Naturbursche! Ja. Schon wieder dran. Sag mal Hallo. Guten Tag. Eigentlich soll er nur Hallo sagen. Naja. Weil der Naturbursche schon wieder so heftige Musik angemacht hat, habe ich mir doch mal ein Bier aufgemacht. Ne? Prost! Arme Flati. Wenn ihr das nächste Mal unter einer Brücke schlafen wollt, kann ich euch das hier empfehlen. Das sieht nämlich richtig genial aus. Die Jungs haben jetzt ihren Müll hier reingepackt. Hä? Wer von euch hat denn den Liquimoli-Kanister dabei, dabei gehabt? Ach so, da war dein Energy drin und der ist jetzt leer, deswegen Genau. Knallt das so rein. Wir haben auch einen schönen Tisch gefunden, eine Bank dazu, hier mitten neben der Straße. Das sieht eigentlich voll genial aus, wenn man hier sitzt. Und wir sind gestern diesen Weg rausgelaufen. Kommen von da wieder und diesmal laufen wir hier durch diese kleine Gasse. Ich weiß gar nicht, wie der Winzerweg? Ist das der Winzerweg? Ich kenne mich in der eigenen Heimat nicht aus. Und hier gibt es eine gesponserte Bank von Eugen 80er und Frieda Ulrich, April 2017. Wenn das mal kein Pokestop ist. Ja. Ich habe gedacht, Fladdy verliert Luft. Dabei war es einfach nur ein Eistee Tetra Pak, wo er draufgetreten ist. So. Ich würde platzen. Ich kann auf jeden Fall den Döner jetzt von hier schon riechen. Also eigentlich nicht, aber ich sag das jetzt einfach mal so. Deswegen werden wir dann
ich diese Gasse weiterlaufen. Ich habe jetzt extra mal nachgeguckt, ich habe extra die App angemacht, Pokémon. Und es war natürlich noch kein Pokestop. Es war alles frei, es war nichts in der Nähe. Also habe ich gedacht, den kannst du ja mal ganz kurz fotografieren und einreichen. Immer direkt beim Foto machen von dem Rastplatz ist die App ausgegangen. Beim nächsten Mal wieder Foto machen, App ausgegangen. Also habe ich das Handy wieder komplett ausgemacht, weil mich das übelst stresst. Und guck mal, da haben sie Baumstämme gefangen. Das ist ein Zaun, eigentlich für Kühe. Aber statt Kühe haben sie da einfach jetzt Baumstämme eingezäunt, damit die nicht wegrennen. Und ansonsten ist da der Naturbursche, läuft schon wieder über eine Brücke. Und der Flatentius ist auch noch am Start. Der freut sich immer mehr. Ja. Hier wieder Brücke, alles was man braucht. Ich freue mich so sehr, dass ich ja noch nie überlegt habe, mit dem Zug einfach wieder nach Hause fahren zu wollen. Also, wenn der Flatti einen Gedanken hat, dann diesen. Weg von hier. Also, wenn ich da durchpass, dann passt der schon lange da durch. Pustekuchen, ich bin deutlich fetter als du. Ja, du brauchst nur nicht hier oben probieren, du musst hier, ne? Hier ist die Bauchspalte, wo man seitwärts dann durchkommt. Nee, ich komm nicht durch. Sorry. Flatti, der alte Schauspieler. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Wir sind auf jeden Fall jetzt kurz. Flatti muss Schmiere stehen. Deswegen tut er so, als würde er noch nicht durchkommen. Da muss er nämlich auf die Sachen aufpassen. Ich wollte dem Natururin nämlich mal ein Lost Place zeigen. Guck mal, Natururin gefunden. Hier, das ist eine Streckbank aufgebaut, wo er immer Sport macht. Hier habt ihr einen Tisch, eine Feuerstelle und ein Grill und ein Fernseher. Also ich glaube, wir sind im Wohnzimmer und Küche gleichzeitig. Und da ist im Prinzip das Gebäude hinter uns. Ihr habt hier hinten noch eine dicke, fette Grube. Da könnt ihr reinfallen, wenn ihr möchtet. Wir sind hier Dach, Trabi-Dach drüber, dass ihr nicht reinfallt oder damit ihr nicht seht, wo ihr reinfallt. Naturin macht jetzt hier Begehung. Dann geht er mal rein. Die Pflanzen vorbei. Ich glaube wirklich, dass das irgendwie mal so ein altes Schulgebäude war. Ist halt alles runtergekommen. Alle Scheiben, die ihr seht, sind meistens eingeworfen. Da, die nächste Autotür, Autositze, alles. Hier noch eine richtig gute Schrank. Nee, ist das eine Autotür? Ach nein, eine Zimmertür. Es sieht auf jeden Fall sehr speziell aus. Es geht auch runter in den Keller. Es geht auch weiter hoch. Egal wie ihr langlauft, es wird halt immer morscher. Hier waren auch mal Toiletten drin, alles. Ich war schon mal ganz unten, ich war schon mal ganz oben. Sieht halt einfach richtig pervers aus. Hier hat jemand Durst und trinkt häufig Eistee oder Saft. Wir werden uns ja mal ein bisschen noch hier umschauen. Aber so viel werde ich hier wahrscheinlich nicht filmen, das seht ihr alles bei Natururin dann. Natururin sucht halt die ganzen Toiletten ab. Ich glaube wirklich, wenn es auf jeder Etage hier so viele Toiletten und alles gibt, dass das hier vielleicht doch irgendwie eine Schule war. Man könnte einfach mal googeln, dann wüsste man das. Es geht weiter hoch, es geht ganz tief runter. Und irgendwo hier ein Bürogebäude. Dann war es halt doch ein Bürogebäude. Wenn ihr auch jemand eine Schrankwand braucht, ist noch alles gut erhalten. Könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen. Sieht gut aus, wunderbar. Oha. Ich glaube, ich habe es hier gefunden, wa? Ich habe ja gesagt, hier hat es irgendwo mal gebrannt. Und komischerweise, das ist genau das Zimmer, wo der Laude immer gepennt hat. Es riecht auch natürlich sehr penetrant, das heißt, wir gehen wieder raus, die halbe Tür ist angekokelt. Aber schon merkwürdig, dass genau in dem Zimmer, in dem Raum genau das ausgebrochen ist. Fenster ist auch auf, sehr schön. Ich hoffe, Flatti geht's gut, da unten. Armer Flatti. Hier stehen noch Tassen,
Gläschen. So. Jetzt bin ich schon zweimal über diese komische Türklinke gestolpert. Ich bin schon wieder zurück. Ich habe eigentlich gesagt, nein, ich komme nicht mehr, aber ich glaube, das hier ist wirklich der verschmierteste Raum. Also hier sieht es wirklich richtig. Überall habt ihr wenigstens normalen Boden, wo ihr reinlauft, aber hier ist einfach alles runtergekommen. Das sieht einfach richtig heftig aus. Da ist die Essensschale in den Stuhl reingeschmolzen. Also hier hätte ich mich nicht hingelegt. Das sage ich euch. Ja, das sieht auch heftig aus. Da oben hat so langsam alles gezeigt. Alles eingefallen. Guck mal, ein Kreuz. Ja. Yeah. Das heißt, Schrank, Fensterpflanzen, Badewanne. Ich glaube, hier baut jemand Pflanzen an. Nö. Wir sind ganz oben, höher geht's nicht. Wir müssen jetzt auf jeden Fall wieder runter und alter Schweizer. Ich glaube, das müsste man in eine extra Folge packen, ne? Wer sich jetzt nicht für sowas interessiert. Wenn nicht hinter jeder Tür ein Fluddy versteckt wäre, der aus dem Schrank springt und sagt, Moin Moin, dann ist das vielleicht jetzt nicht so. Ja, Styropor. Ja. Ich würde sagen, wir gehen wieder raus, wir gehen wieder runter, wir suchen Fluddy. Ich hoffe, der ist noch da. Ich saß kurz vor dem Tor, nämlich ein Mann auf einer Bank und hat telefoniert. Im Endeffekt ruft er direkt an, dass er den Fluddy mitnimmt. Und der Fluddy sich freut, weil sie nicht dann nach Hamburg fahren müssen. Mit dem Auto. Ein Freund und Helfer. Sessel für zwischendurch, falls man nicht mehr kann. PC auch am Start. Theoretisch könnte ich also sogar ab jetzt hier immer streamen. Guck, ist so alles da, was du brauchst. Mein Gott. So, wir sind jetzt auf jeden Fall wieder draußen. Und draußen steht natürlich auch dran, was es ist. Wenn wir das mal rumdrehen, seht ihr das Gebäude nämlich von außen. Es ist eigentlich von da hinten, das ist ein Stück, das ist das einzelne. Das sind zwei leerstehende Gebäude, könnte man sagen. Das ist irgendwie Hildburghausen Bau, Projektierung, Hoch- und Tiefbau, Ausbau, Sanierung. Also irgendeine Bau-, Sanierungs-, irgendwas. Und jetzt Döner. Das ist übrigens der Farbenbauerbrunnen, weil hier der Farbenbauer ist. Wo ihr Teppiche kaufen könnt und Farbe. Hier habe ich auch mit dem Isbo damals auf die Dicken und so gedreht. Wir waren im Marktbrunnen, wir waren hier drin und das ist sehr cool, denn wenn ihr da drin sitzt und ihr sitzt auf dem Boden, ihr könnt euch hier anlehnen, die Köpfe gucken nicht raus. Von außen sieht euch keiner, weil ihr da drin seid und ihr könnt schön im Kreis sitzen, Bier trinken, abkühlen, bis es jemand mitkriegt. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr cooler Spot zum Abkühlen. Natururin hat jetzt seine Entjungferung hier am Brunnen, das erste Mal, dass er ihn sieht und ihn berühren kann oder sonst was. Toll. So, jetzt habe ich es endlich geschafft, die drei Rabauken hierher zu führen zum Restaurant Hibuhaus. Ihr wisst ja, Döner, Freitag 3 Euro. Mal sehen, wie lange noch. Schnapp dazu. Die Zeiten ändern sich, ne? So, das ist der Döner, gerade vom Restaurant Hibuhaus, mit Spezialsoße, mit Jalapenos drauf. Flatti hat einen ohne Soße, da stand OS drauf. Natururin hat einen mit Tzatziki, da stand MZ, ne, mit Zimt. Und ich werde jetzt meinen probieren, gucken, wie der schmeckt und dann melden wir uns nie wieder. So, weil das erste Bier schon leer ist, zum Döner gibt es direkt nach dem Döner das nächste Bier. Das war auch jetzt das letzte. Das heißt, wir müssen noch mal was einkaufen. Ich möchte jetzt aber mal kurz erfragen, wie die Döner geschmeckt haben. Natururin, weiß ich, der hat seinen schon leer. Ich frage einfach mal kurz nach. Und wie fandest du den Döner? Ja, der war überdurchschnittlich gut. Also jetzt war es jetzt der beste von den dreien oder der zweite oder der erste? Ich würde schon sagen, sehr ähnlich. Also ich würde schon sagen, beste, ja. Beste, yo. Wie sieht's bei dir aus? Hast du deinen schon gegessen? Also der war auf jeden Fall lecker gewesen. Hat mich auf jeden Fall an den Wöhner erinnert, aber dann hätte es doch Sojafleisch sein müssen. Da wäre es perfekt gewesen.
Also mir ist ganz deutlich auf jeden Fall wieder aufgefallen, dass der einfach nicht so fettig war. Die anderen zwei, wenn du die ausgepackt hast, das komplette Papier war durchgefettet bis zum geht nicht mehr. Hier kein Fett, nichts. Oben auch die Spezialsoße. Wobei ich finde, der Beste hat die besten Zwiebeln gehabt. Der Erste. Der Erste hatte die besten Zwiebeln, okay. Der Erste hatte die besten Zwiebeln, da hört ihr das. Und ich fand aber gut, dass der nicht so fettig war. Und wenn man den isst, man fühlt sich nicht so voll wie bei den anderen beiden, weil das halt übelst reinstopft, wenn du das ganze, die ganze Fettbrühe mit isst. Was ich noch besser fand, der ist für 3 Euro im Angebot und ich habe extra die Jalapenos genommen und habe den trotzdem aber für 3 Euro bekommen. Kenne ich so nicht. Normalerweise, selbst wenn das im Angebot ist und du willst irgendeine extra Zutat, dann wird das halt mit drauf gerechnet. Überall. Und die 3 Euro Jalapenos, mach mal drauf, kein Problem, kriegst du trotzdem für 3 Euro. Ist sehr cool, aber wie lange sich das hält, weiß man auch nicht. Die anderen sind einfach schon zu lange dabei, die wissen, was sie machen. Die müssen keinen Rabatt geben, du gehst trotzdem dahin und kaufst. Was ich übelst feiern würde, wenn hier dran stehen würde, Bratwurst im Schlafsack statt Bratwurst im Schlafrock. Ich meine, das ist ja im Prinzip das Gleiche, oder nicht? Wenn ich das Schild schreiben würde, ich würde immer drauf schreiben, Bratwurst im Schlafsack. Klingt irgendwie lustig. Die Leute denken, hey, der ist gut drauf, da müssen wir hin, da müssen wir uns eine Bratwurst holen. Auch wenn es beides genau dasselbe ist. So, nachdem der Turin schon wieder eingeschlafen ist und es dann auch angefangen hat zu regnen, Flatti jetzt stundenlang auf der Toilette verschollen war, haben wir es endlich zum Rewe geschafft, haben noch mal ein bisschen was eingekauft. Ich weiß nicht, wie wir es heute machen. Eigentlich wollte er unbedingt draußen schlafen bei dem Wetter, keine Ahnung. Wenn, dann vielleicht wieder unter der Brücke oder so. Müssen wir mal anschauen. Jetzt haben sie immer noch kein Wickkühlerbier gehabt. Jetzt wollte er Jever nehmen, gab es auch nur noch einen Träger. Hasseröder gab es nur noch einen Träger und er möchte nicht durcheinander trinken, hat sich jetzt also für Becks entschieden. 3 Becks-Träger, ich habe mir hier nochmal einen Holzen geholt. Fürs Armbrot nochmal so eine Packung Cheeseburger. Und damit ich das Holzen überhaupt trinken kann, weil ich überhaupt gar keinen Bierdurst mehr habe, einfach eine Packung Erdnussflips. Ihr wisst ja, Bier und Flips gehen auf jeden Fall immer. Und wir haben noch den restlichen Jägermeister von gestern. Den müssen wir nämlich auch noch trinken. Der Manns Haulwurf ist auch dabei. Wisst ihr ja, jetzt sind wir zu viert. So. Der Turin hat jetzt den Wagen gepackt. Der hat 3 Sixpacks. Ja, 3 Stück. 3 ganze Sixpacks. Einfach hier in die Kühltasche reingepackt. Eins steht noch draußen, das macht er sich auch gleich auf, um es dann zu trinken. Also schon mal geprost, ne? Das kommt bestimmt in seinem Video, wenn ihr das dann richtig seht. Aber 3 Sixpacks in eine Kühltasche. Kann ich nicht mithalten. So, wir sind jetzt im Park angekommen, ja. Und eigentlich wollte der Geitsch gerade, der Bene, der Manns, der wollte jetzt eigentlich ein Video machen über diese Bonbons, weil die ultra brutal, super, extrem Japanese, super sauer Bonbons sind. Und der Turin hat auch eins probiert, Flatti hat eins probiert, der Manns hat eins probiert, der Bene hat probiert, der Geitsch hat probiert. Also es sind so viele Leute, die anderen zwei sind schon wieder weg. Was das ist, ne, wird in einem extra Video hochgeladen. Japanese, extrem, super sauer. Lemon, Candy, super, Lemon, oh, Juicy, oh, Noble. Also die Packung sieht auf jeden Fall schon mal richtig cool aus. Alles hier irgendwie so japanisch gehalten, kann man nicht lesen. Aber was das ist, erfahrt ihr in einem extra Video. Und da wird auch eine Packung davon verlost, weil ich jetzt 3 habe. Egal, jetzt erstmal Bier trinken. So, nur um das mal klarzustellen, denn der Turin... Und deswegen gehen wir jetzt einfach nach Hause, weil dann können wir den nämlich ins Bett rein tun. Und der Manns Haulwurf ist auch noch da und dann können wir den auch ins Bett rein tun. Und hier habe ich noch so eine Kirsche gefunden. Die lag gerade auf der Treppe und jetzt können wir die jetzt noch essen. Und mit Kern. So, das ist der Kern von der Kirsche, aber ansonsten war die voll süß und deswegen gehen wir jetzt einfach nach Hause und melden uns dann aus dem Bettlager nochmal zurück. Der Turin ist eingeschlafen,
Flatti chillt ein bisschen auf dem Sofa. Mann, Saulwurf ist auch am Start. Die hören noch ein bisschen Musik drüben. Und es ist ein phänomenal, weil seit den letzten Tagen wir endlich mal zu Hause sind und zu Hause schlafen. Das heißt, ich liege jetzt hier im Bett. Ich habe jetzt hier endlich meine Lampe. Ich habe hier noch einen Cheeseburger, den ich noch essen wollen würde. Ich habe Adi am Start. Moment, den seht ihr hier. Da, guck, Adi am Start. Der freut sich auch und denkt, hey, was ist da denn los? Der ist die ganzen letzten Tage, immer wenn man zur Tür rein ist, der ist so komplett ausgerastet. Der ist das nicht gewohnt, alleine zu sein. Seitdem ich den habe, ich war nie weg. Vielleicht mal eine Stunde oder so war ich weg, aber ansonsten gar nicht mehr. Und ich weiß nicht, was das werden soll, wenn der jetzt, wenn ich nach München gehe, wenn er von Donnerstag bis Mittwoch eine Woche alleine ist. Wenn er es jetzt nicht mehr ausgehalten hat, von frühs bis abends alleine zu sein. Ich werde jetzt hier noch diesen Cheeseburger essen. Das heißt, die Packung werfe ich hier runter. Das ist der Cheeseburger. Den werde ich jetzt noch essen. Jetzt bin ich an die Lampe gekommen, deswegen ist die Lampe jetzt rot. Ach du Scheiße. Den esse ich jetzt noch im Bett und dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.